Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Der wohl schwerste Gang seiner Karriere. Denn er führt Christian Wulff und Gattin Bettina raus aus Schloss Bellevue und wieder zurück ins niedersächsische Heim nach Großburgwedel. Und damit guten Abend zum Nachtmagazin. Wochenlang hielt er die Vorwürfe, die Schlagzeilen, den immer weiter wachsenden Druck aus. Aber die Ankündigung der Staatsanwaltschaft Hannover, gegen den Bundespräsidenten ermitteln zu wollen, das war dann wohl selbst für Christian Wulff zu viel, um dieses Amt weiter ausüben zu können. Der 10. Präsident der Bundesrepublik Deutschland geht, ganz unabhängig davon, was die Ermittlungen gegen ihn ergeben werden. Normalerweise ist der Bundespräsident pünktlich. Am Freitag betrat das Staatsoberhaupt den Saal im Schloss Bellevue erst ein paar Minuten zu spät. Vielleicht ein Zeichen dafür, wie schwer Christian Wulff sein letzter Gang als Bundespräsident fiel. Ein Bundespräsident, betonte Wulff, brauche aber das Vertrauen des Volkes. Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt, dass dieses Vertrauen und damit meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind. Aus diesem Grund wird es mir nicht mehr möglich, das Amt des Bundespräsidenten nach innen und nach außen so wahrzunehmen, wie es notwendig ist. Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge freizumachen. Bundeskanzlerin Merkel hatte am Morgen kurzerhand ihren Staatsbesuch in Italien abgesagt und würdigte die Leistung des zurückgetretenen Präsidenten. Christian Wulff hat sich in seiner Amtszeit voller Energie für ein modernes, offenes Deutschland eingesetzt. Er hat uns wichtige Impulse gegeben und deutlich gemacht, dass die Stärke dieses Landes in seiner Vielfalt liegt. Diese Anliegen werden mit seinem Namen verbunden bleiben. Die Opposition hatte sich wochenlang mit Rücktrittsforderungen zurückgehalten. Gestern nannte sie Wulffs Rücktritt dann überfällig. Er erspart sich selbst und unserem Land damit eine weitere Hängepartie, die dem Ansehen des Amtes und auch unseres Landes weiter geschadet hätte. Unabhängig vom Ausgang der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen war dieser Rücktritt, nachdem diese Ermittlungen angefangen worden sind, unausweichlich. Eigentlich hätte die Opposition auch ein Schuldbewusstsein bei Christian Wulff erwartet, doch davon war wenig zu sehen. Was die anstehende rechtliche Klärung angeht, bin ich davon überzeugt, dass sie zu einer vollständigen Entlastung führen wird. Ich habe in meinen Ämtern stets rechtlich korrekt mich verhalten. Ich habe Fehler gemacht, aber ich war immer aufrichtig. Diese mangelnde Selbstkritik, wie es die Grünen nannten, dürfte auch die Diskussion um Wulffs Ehrensold anheizen. Nach dem Ausscheiden erhält ein Bundespräsident fast 200.000 Euro jährlich als Ruhegehalt. Wichtiger dürfte momentan aber wohl die Suche nach einem Nachfolger sein. Die Spitzen von CDU, CSU und FDP waren am Abend zur Spätschicht ins Kanzleramt gekommen. Das Treffen ging erst gegen 22:30 zu Ende. Über Details der geheimen Sitzung drang aber nichts nach draußen. 30 Tage höchstens, dann muss feststehen, wer der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Christian Wulff an der Spitze des Staates dann ist. So verlangt es das Grundgesetz. Bis spätestens 18. März also muss die Bundesversammlung zusammengetreten sein. Und natürlich kursiert nun eine ganze Reihe von Namen, die dann zur Wahl stehen könnten. Eigentlich sollte die Bundesversammlung nur alle 5 Jahre zusammentreten. Nun muss sie schon zum zweiten Mal hintereinander kurzfristig einen neuen Bundespräsidenten wählen. Der Bundestagspräsident muss dafür sorgen, dass die Wahl in spätestens 30 Tagen vonstatten gehen kann. Ich werde mich selbstverständlich in den nächsten Tagen darum bemühen, ein Einvernehmen mit allen Fraktionen über den Termin herbeizuführen, der spätestmögliche Termin ist nach dieser Verfassungslage Sonntag, der 18. März.
Die Bundesversammlung hat nach letztem Stand 1240 Mitglieder und setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Den Bundestagsabgeordneten, derzeit sind das 620, und genauso vielen Vertretern aus den Ländern, die dort von den Landtagen bestimmt werden. Die schwarz-gelbe Mehrheit ist hauchdünn und könnte ein Risiko sein. Die Kanzlerin kündigt heute an, diesmal bei der Suche nach einem Kandidaten zumindest auf SPD und Grüne zugehen zu wollen. Wir wollen Gespräche führen mit dem Ziel, in dieser Situation einen gemeinsamen Kandidaten für die Wahl des nächsten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland vorschlagen zu können. Seit Wochen werden Namen möglicher Kandidaten gehandelt, darunter Joachim Gauck, der schon 2010 gute Chancen hatte, oder Klaus Töpfer, der frühere Umweltminister, und auch Bundestagspräsident Norbert Lammert selbst wird genannt. Noch ist alles Spekulation. Öffentlich hält man sich in Berlin heute zurück mit konkreten Vorschlägen. Kein Name solle verbrannt werden. Tja, aber was wird nun aus Christian Wulff? Der 52-Jährige war der jüngste Bundespräsident aller Zeiten. Bis zur Pensionierung hat er also noch was. Dabei müsste er nicht mehr arbeiten, denn aus dem Amt geschiedene Präsidenten erhalten im Normalfall einen sogenannten Ehrensold. Fast 200.000 Euro im Jahr betrüge der bis ans Lebensende. Ob Wulff die aber bekommen sollte, das ist eines der ganz großen Themen, die rege im Internet diskutiert werden. Und überhaupt sorgt der Rücktritt für viel Verkehr im Netz. Diese Immobilie wechselt im Moment besonders häufig den Bewohner. Die Nebenkosten werden von Freunden übernommen, heißt es bei diesem Bildwitz im Internet. Nur einer von vielen hämischen Kommentaren, die seit dem Rücktritt von Christian Wulff in den sozialen Netzwerken ausgetauscht werden. Keine Frage, Wulff hat auch Unterstützer im Netz. Doch die meisten Einträge auf Twitter, Facebook und Co. lassen kein gutes Haar an ihm. Natürlich würde ich mich freuen, wenn generell der gesellschaftliche Dialog auch in sozialen Medien, aber auch in der realen Welt immer höflich und freundlich wäre. Aber so ist nun mal unsere Gesellschaft und wer in so einer herausragenden Position ist, muss damit wahrscheinlich leben. Also kann man damit Mitleid haben, muss man aber nicht. Viele User in anderen Ländern ordnen den Rücktritt anders ein als bei uns. Aus China heißt es: Pressefreiheit und die Überwachung durch Medien und Bürger, das ist die Macht einer demokratischen, rechtsstaatlichen Gesellschaft. Ich bin so neidisch darauf. Und aus Russland heißt es: Deutsche Journalisten haben das Schiff so in Bewegung gebracht, dass Christian Wulff das Schiff verlassen hat und sich in Sicherheit gebracht hat. Internetblogger sehen sich bestätigt. Der Vorgang in Deutschland könnte Impulse setzen in anderen Ländern. Insofern wünschen sich oder sehnen sich diese Menschen in Russland und China nach deutschen Verhältnissen, wo quasi so die vierte Gewalt, wo die Presse noch durch eine kontinuierliche Berichterstattung, durch eigene Recherchen dem Staatsoberhaupt nachforschen kann. Die 200.000-Euro-Frage, die wurde hier immer wieder gestellt, auf der Internetseite Wulffplug. Hat der Präsident diesen Ehrensold wirklich verdient? Wie auch immer. Diese Immobilie wird Christian Wulff jedenfalls nicht wieder beziehen. Als die Ankündigung der Staatsanwaltschaft Hannover gegen den Bundespräsidenten ermitteln zu wollen gestern Abend bekannt wurde, da war vielen schon klar, das würde heute wohl Christian Wulffs letzter Tag im Amt werden. Und entsprechend groß war das Interesse, das mitzuerleben. Bei Journalisten wie auch Touristen. Anstehen für den Rücktritt. Auf geht's, Erntezeit. So viele Journalisten wie heute waren es noch nie, sagt eine Sprecherin des Bundes bzw. Ex-Bundespräsidenten. Draußen warten die, die drinnen keinen Platz mehr hatten. Und ein paar unverbesserliche Gutmenschen, Liebe, Vergebung und so weiter. Viele hatten heute eigentlich was ganz anderes vor. Ja, ich habe heute einen freien Tag gehabt, aber so ist es halt bei unserem Beruf. Und Chihang Zheng von der größten chinesischen Nachrichtenagentur ist mehr oder weniger zufällig da. Ja, von Berlinale. Eigentlich bin ich auf der Berlinale. Ich habe gehört, der Präsident würde zurücktreten, also bin ich kurz mal vorbeigekommen. Dabei sein ist alles, samt Kuscheltier. Hop on, hop off, weg ist er. Der Rücktritt als Sightseeing-Event, einige sind sichtlich erleichtert. Endlich ist das jetzt alles vorbei, die ganzen Wulff-Termine, ob er in den nächsten Tagen rücktritt oder nicht, jetzt ist es durch und jetzt können wir weitermachen. Moment, jetzt nur nicht hängen lassen, denn ganz weg ist er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Seine Abfahrt aus Schloss Bellevue will auch dokumentiert werden. Touristen aus Siegen sind froh, zufällig in den Rücktritt geraten zu sein. Mercedes da hinten, der sieht ganz toll aus. Die zwei Mercedes sogar.
Schickes Auto, wie lange noch? Alle warten mehr oder weniger gespannt auf die letzte Dienstfahrt. Es zieht sich. Und dann kommt die Limousine. Wulf sieht die Meute und dreht ab. Die Zaungäste verwirrt, er wird doch nicht. Doch, heimlich davon. Ein Reifenabdruck im Schlamm. Wulf hat Spuren hinterlassen. Über diesen Hinterausgang von Park Bellevue ist er weggefahren. Sein letztes Sightseeing in Berlin. Aber egal, welchen Weg Wulf auch nimmt, es bleibt nichts unbemerkt. Diese kleine Frühstücksparty eines Immobilienmaklers auf seinem Umweg. Hier ist Wulf sozusagen durchs Buffet gebrettert. Wir haben heute gefeiert und auf einmal habe ich gesehen, zwei S-Klassen hier, tatutata. Ich habe richtig Gas um die Kurve und weg war er. Das war so eine kleine Begleiterscheinung. Wulf, eine kleine Begleiterscheinung. Na dann, Prost, Deutschland. Tja, während das Warten auf den Rücktritt heute Vormittag relativ schnell ein Ende fand, war das Warten auf den Abflug in Frankfurt für viele Reisende ein wahres Geduldsspiel. Mehr dazu in weiteren Nachrichten heute mit Jan Hofer. Der Betrieb an Deutschlands größtem Flughafen wurde durch den Streik auch heute erheblich beeinträchtigt. Etwa 300 Verbindungen, vor allem innerhalb Deutschlands und Europas, mussten gestrichen werden. Die Gewerkschaft der Flugsicherung will für die Mitarbeiter auf dem Vorfeld kürzere Arbeitszeiten und mehr Lohn durchsetzen. An diesem Wochenende soll der Streik vorerst ausgesetzt werden. Ob das hochverschuldete Griechenland die dringend benötigten Milliardenhilfen bekommt, ist weiter offen. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich aber optimistisch. Nach einem Telefonat mit ihren italienischen und griechischen Amtskollegen Monti und Papadimos ließ sie ihren Sprecher mitteilen, man komme einer soliden Entscheidungsgrundlage näher. Die Europafinanzminister wollen am Montag über das Zweithilfspaket für Griechenland entscheiden. Ungeachtet eines Appells der Vereinten Nationen auf Gewalt zu verzichten, geht die syrische Führung weiter mit massiver Härte gegen die Protestbewegung vor. In einer der Hochburgen der Opposition, der Stadt Homs, soll es heute die schwersten Angriffe der syrischen Armee seit zwei Wochen gegeben haben. Landesweit wurden nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten mindestens 26 Menschen getötet. Nach den Freitagsgebeten gingen vielerorts Zehntausende Syrer auf die Straße, um gegen das Assad-Regime zu demonstrieren. Im heutigen Spiel der Fußball-Bundesliga haben sich Hoffenheim und Mainz am Abend mit 1:1 getrennt. Die Hoffenheimer gingen durch ein Eigentor des Mainzer Kapitäns Noweski in Führung. Den Ausgleich erzielte Zidane. Durch das Unentschieden verharren beide Mannschaften im Tabellenmittelfeld. Beim abstiegsbedrohten Bundesliga-Konkurrenten Hertha BSC wird nach RBB-Informationen Otto Rehhagel neuer Trainer. Der 73-Jährige soll am Sonntag offiziell als Nachfolger des entlassenen Trainers Michael Skibbe vorgestellt werden. Das Hertha-Präsidium stimmte am Abend mit 6 Stimmen bei einer Enthaltung der Verpflichtung des ehemaligen Nationaltrainers von Griechenland zu. Spektakuläre Seenotrettung in der Ägäis. Die griechische Küstenwache hat 8 Menschen von einer sinkenden Charterjacht gerettet. Bei Sturm hatte das französische Luxusschiff vor der Insel Skyros einen Maschinenschaden und nahm danach Wasser auf. Wegen der heftigen Winde war eine Rettung allein aus der Luft nicht möglich. Über Rettungsinseln wurden Passagiere und Besatzung aus der gekenterten Yacht gerettet. Das Szenario klingt wie aus einem Hollywood-Horrorstreifen, aber das Risiko ist ein reales. Sollte das hochgefährliche Virus außer Kontrolle geraten, hätte das katastrophale Folgen. Weit mehr als die Hälfte aller Infizierten würden daran wohl sterben. Wissenschaftler haben bei Experimenten mit genmanipulierten Vogelgrippeviren eine Mutation kreiert, die viel tödlicher ist als das Original. Eine Art Superkiller-Virus. Bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf tagten nun internationale Experten, um zu beraten, wie mit dieser gefährlichen Forschung umgegangen werden sollte. Die Anspannung war ihm ins Gesicht geschrieben. Für Ron Fouchier ging es bei dem Expertentreffen der Weltgesundheitsorganisation um nichts Geringeres als die Zukunft seiner wissenschaftlichen Karriere. Der niederländische Forscher hatte mit Vogelgrippeviren gearbeitet und deren Erbmaterial verändert. Der neue Erreger kann nun per Atemluft zwischen Säugetieren, also auch Menschen, übertragen werden. Berechnungen zeigen, das wäre für die meisten Infizierten tödlich. Als er und seine Kollegen die Ergebnisse veröffentlichen wollen, stoppt das die US-Regierung. Terroristen könnten die Erkenntnisse missbrauchen. Die Forscher stellen vorübergehend ihre Arbeit ein. Ein internationales Gremium soll entscheiden, wie es weitergeht. Man tagt bei der WHO. Heute das Ergebnis.
Wir haben uns entschieden, die Ergebnisse komplett zu veröffentlichen. Der Nutzen für die Weltgesundheit überwiegt und wir müssen unsere Erkenntnisse weltweit mit anderen Wissenschaftlern teilen. Denn die Gefahr, dass ein Grippevirus als Terrorwaffe genutzt wird, sei gering. Das Virus sei schwer zu kontrollieren, könnte also auch Bioterroristen selbst treffen. Das sagen auch Experten für die UN-Biowaffenkonvention. Es sei viel gefährlicher, Erkenntnisse unter Verschluss zu halten. Nur wenn wir Ergebnisse veröffentlichen, wissen wir, wer was mit welchen Viren macht. Wenn wir diese Informationen einschränken, dann steigt das Risiko, dass Staaten aus Misstrauen voreinander an viel gefährlicheren Viren forschen. Heute also ein Sieg für die Freiheit der Forschung, auch wenn die potenziell gefährlich ist. Denn nur wer an gefährlichen Erregern forsche, könne auch Gegenmittel finden. Nur wenn wir verstehen, wieso ein Virus übertragbar ist, können wir es ausrotten, uns besser auf Pandemien vorbereiten und Impfstoffe entwickeln. Ergebnis der Debatte heute war aber auch, Staaten müssen sich endlich auf gemeinsame Sicherheitsstandards bei der Forschung einigen. Und Gesellschaft und Wissenschaft müssen entscheiden, wie weit sie in der Forschung mit gefährlichen Erregern gehen wollen. Beim Klassenfeind gab es Tick, Trick und Track oder auch Fix und Foxy mit Onkel Fax. Die sozialistische Alternative hieß Dick, Duck und Digge, Duck. Gut, später kamen dann noch Abrax, Brabax und Kalifax dazu. Aber die erste Comic-Antwort der DDR auf Disney, Kauka und Co., das waren die Digge Ducks, erschienen im Comicheft Mosaik. Und anders als ihre Leser durften die Kobolde vor allem eins: reisen. Ihr Erfinder Johannes Hegenbart schickte sie für ihre Abenteuer durch die Zeit und Raum vom antiken Rom bis ins ferne Amerika. Kein Wunder, dass die Comics bis heute Kultstatus genießen und nun in Leipzig mit einer Ausstellung geehrt werden. Dick, Duck und Dicke Duck. Diese Helden gehören zu einem Comic-Mythos, den in Ostdeutschland jeder kennt. Das ist die Mosaikreihe von 1955 Nummer 1. Ihr Erfinder Johannes Hegenbart ahnt nicht, dass die Dicke Ducks in kurzer Zeit legendär werden. Hegenbarts Team schickt die drei ins Abenteuer. Auf die Reise nach Rom zum Beispiel. Westwärts ist der Blick der Zeichner in der abgeschotteten DDR gerichtet. Das trifft auf ungestillte Sehnsüchte der Leser. Wir präsentieren in der Ausstellung Dick Duck, Digge Duck, das DDR-Comic Mosaik, zum ersten Mal bisher unveröffentlichte Originalzeichnungen, die wir in der Schenkung 2009 von Johannes Hegenbart übernehmen konnten. Es ist Teil nur eines riesigen Bestandes von über 36.000 Originalobjekten. Johannes Hegenbart hat sich wohl mit Bedacht das Museum für Zeitgeschichte in Leipzig für sein Archiv ausgesucht. Denn seine Comics sind nicht allein harmlose Abenteuergeschichten. In die fantasievollen Stories verpackt er Kritik am SED-System in der DDR. Die Comichelden reisen zum Beispiel an den Hof im fernen Konstantinopel. Dort lauschen sie dem Chor der Schmeichler. Eine versteckte politische Anspielung auf die Zustände in der DDR. Das war in einer Zeit, wo die Sonne von Ulbricht zu sinken begann. Da gibt es schon Bezüge. Und der Chor der Schmeichler erinnert natürlich durchaus an Massenveranstaltungen oder an Verhalten im Politbüro. Doch ohne treue Sammler wie Thomas Wilde wären die Dicke Ducks vielleicht schon vergessen. Seit seinem siebten Lebensjahr gehört er zur Fangemeinde. Seine Faszination ist ungebrochen. Ich habe durchaus nützliche Sachen gelernt. Also zum Beispiel die Geschichte der Dampfkraft oder wie das damals war mit Tsiolkovsky, dass er das Stufenprinzip einer Rakete erklärt hat. Aber auch ziemlich sinnlose Sachen, die ich noch nie gebraucht habe. Zum Beispiel, wie hypnotisiert man ein Krokodil? Die Ausstellung wird auf Wanderschaft gehen. Vor allem in Westdeutschland sollen die drei verwegenen Abenteurer neue Anhänger finden. Bunt wie ein Comic wird es in den kommenden Tagen natürlich auch im Karneval oder beim Fasching, je nachdem, wie Sie das nennen. Und ob das Wetter da auch mitmacht oder ob es doch eher grau bleibt, die Aussichten hat Wolfgang Klosinski für Sie. Das Wochenende wird unbeständig. Der Rosenmontag und der Faschingsdienstag werden aber in großen Teilen der Republik recht freundlich. Wobei wir ja nicht vergessen dürfen, noch zeigt uns der Winter sein eisiges Gesicht. Viele Wasserflächen sind weiterhin mit Eis bedeckt und manch eine trägt Seltsames mit sich herum. Platz nehmen ist aber nicht ratsam. Heute Nacht ist der Himmel meist bedeckt, es regnet etwas im Südosten und auf den höheren Bergen können noch Flocken dabei sein. Morgen müssen wir weiterhin mit einem grauen Himmel auskommen, aus dem Regen oder Sprühregen fällt. An den Alpen lockern die Wolken auch mal auf, am Abend beginnt es im Nordwesten stärker zu regnen.
Und das sind die Temperaturen, die wir morgen erwarten. 3 bis 11 Grad. In der Nacht zum Sonntag an den Alpen minus 3, im Südwesten und im Nordosten 4 Grad. Die Aussichten: Am Sonntag wird es im Süden zeitweise nass oder weiß. An den Alpen schneit es auch längere Zeit, sonst Regen, Schnee oder Graupelschauer. Am Rosenmontag ziehen am Meer und an den Alpen Wolken durch, im restlichen Land freundlicher. Am Dienstag im Norden wolkig, windig, mancherorts nass, sonst weiterhin freundlich. Das war's von uns. Den neuesten Stand der Dinge, den melden Jan Hofer und die Kollegen der Tagesschau dann wieder gegen 2:05. Und am kommenden Rosenmontag begrüßt Gabi Bauer Sie wieder an dieser Stelle. Bis dahin ein heiteres Karnevals- oder Faschings- oder was auch immer Wochenende.